Die Top 4 Tipps, mit denen du es schaffst, deinen Stoffwechsel anzukurbeln. Damit wirst du sehr schnell dein Bauchfett los, weil dein Stoffwechsel einfach durch die Decke geht. Der ist richtig angekurbelt, verbrennt richtig Fett. So geht's. Legen wir direkt los mit den Top 4 Tipps. Mein Name ist Henry Zipleibs und ich habe allein in den letzten 3 Jahren über 500 Frauen dabei geholfen, abzunehmen, einen flachen Bauch zu bekommen. Das heißt, ich weiß, wovon ich hier rede. Fangen wir direkt an mit dem ersten Tipp, der deinen Stoffwechsel wirklich ankurbelt. Der erste Tipp ist zu verstehen, was Stoffwechsel ankurbeln eigentlich bedeutet. Stoffwechsel ankurbeln ist nichts, wo man, sage ich mal, irgendeinen magischen Trick anwendet oder so. Stoffwechsel ankurbeln bedeutet eigentlich, den Kalorienverbrauch zu erhöhen. Das heißt, den Kalorienverbrauch, den Verbrauch des eigenen Körpers, den erhöht man, so dass die Fettverbrennung quasi erhöht wird. Das ist sozusagen das, was man unter Stoffwechsel ankurbeln versteht. Nichts anderes als die Kalorienverbrauch zu erhöhen, also die Fettverbrennung zu erhöhen, die man jeden Tag verbrennt. Das ist der Stoffwechsel, den man ankurbelt und das musst du verstehen. Und wenn du das verstehst, dann nimmt das auch diese ganze Magie daraus und diesen Mythos von, oh, mein Stoffwechsel ist eingeschlafen, ich muss ihn wieder ankurbeln, sondern man kann es dann wirklich auch hinkriegen, den quasi wieder anzukurbeln, dass es wieder läuft. Das heißt, du musst einfach die Fettverbrennung erhöhen, deinen Kalorienverbrauch erhöhen. Und da gibt es verschiedene Wege und ich verrate jetzt genau, wie das geht, deswegen bleib auf jeden Fall bis zum Ende dran. Kommen wir also direkt zum zweiten Tipp. Der zweite Tipp lautet, bitte nicht sowas wie scharfe Lebensmittel, wie zum Beispiel Chili, sowas nicht essen. Kein Zitronensaft ins Wasser tun, kein Kurkuma, kein Ingwer, was auch immer. Diese ganzen Sachen kurbeln nicht den Stoffwechsel an. Die sind vielleicht ganz gesund, aber keine Sache davon wird deinen Stoffwechsel wirklich ankurbeln und wird dafür sorgen, dass du ein paar mehr Kalorien verbrennst. Klar, wenn du jetzt sehr scharfes Essen isst, wie zum Beispiel eine ganze Chili, dann wirst du vielleicht ein bisschen schwitzen. Du wirst dadurch vielleicht auch ein paar Kalorien verbrennen, weil dein Körper damit klarkommen muss. Aber das ist so gering, dass es gar keinen Unterschied macht und es wird dir nichts bringen. Im Vergleich dazu, eine kleine Änderung mit der Ernährung, eine kleine Verbesserung, kann dafür hunderte Kalorien verbrennen. Das heißt, diese kleinen Tricks, diese kleinen Hacks, diese Getränke, diese Wundergetränke, diese Wunderpillen, die bringen alles nichts. Das ist alles Zeitverschwendung, Geldverschwendung, das macht keinen Sinn. Bitte lass komplett da die Finger von und hör genau zu, was ich dir jetzt hier sage. Das heißt, bitte verwende solche Tricks nicht. Anstattdessen solltest du in einem Kaloriendefizit sein. Hast du bestimmt schon mal gehört, Kaloriendefizit bedeutet quasi, dass du weniger Kalorien isst, als dein Körper verbrennt. Das heißt, du bist in einer negativen Kalorienbilanz und dein Körper muss an Masse abbauen. Es gibt 2 Sachen, die er abbauen kann. Das erste ist natürlich das Fett. Das wollen wir abbauen. Das lästige Bauchfett wollen wir loswerden. Das Fett an den inneren Oberschenkeln, das wollen wir loswerden. Das wollen wir. Das zweite ist die Muskulatur. Die könnte der Körper auch abbauen. Das wollen wir nicht. Die wollen wir behalten. Wir wollen, dass alles schön straff bleibt. Wir wollen nicht abgemagert werden. Wir wollen nicht skinny fett werden. Das heißt, wir wollen die Muskulatur, die wir haben, behalten und so noch gewisse Art Muskulatur aufbauen. Das heißt, du musst im Kaloriendefizit sein, aber auch nicht zu stark. Wenn du zu stark im Kaloriendefizit bist, dann wird dein Körper an Muskulatur abbauen. Das wollen wir nicht. Du musst wissen, dein Körper ist auch dazu geneigt, Muskulatur abzubauen, weil er das Fett eher behalten will. Das ist quasi eine Notreserve für schwere Zeiten. Und die Muskulatur, die baut er sehr schnell ab, vor allem wenn du nicht enorm viel Sport machst. Deswegen sei im Kaloriendefizit, aber nicht zu viel und auch nicht zu wenig. Wenn du nämlich zu wenig im Kaloriendefizit bist, dann wirst du vielleicht Diät machen, du wirst dir vielleicht Mühe geben, aber du wirst kaum Unterschiede merken. Das heißt, du wirst monatelang eine Diät machen und du wirst nicht mal ein Kilo abnehmen und das macht natürlich auch keinen Sinn. Das heißt, du brauchst das richtige Kaloriendefizit, was für dich persönlich passt. Halte dich deswegen nicht daran, was alle anderen sagen. Beispielsweise, wenn du eine Influencerin siehst und die sagt dir, hey, pass auf, du musst 1300 Kalorien essen, um abzunehmen oder 1500 und du machst das, dann kann es sein, dass das viel zu wenig ist für dich oder viel zu viel und du viel zu viel abnimmst, alles nur Muskulatur und du wirst abgemagert oder zu wenig und das macht für dich keinen Sinn. Das heißt, du brauchst einen Kalorienwert, der für dich persönlich individuell perfekt ist. Das kommt auf verschiedene Faktoren an. Wie groß bist du? Wie schwer bist du? Wie ist deine Aktivität? Wie ist dein Alltag? Wie viel Muskulatur hast du jetzt schon? Wie ist dein Körperfettanteil? Wo willst du hin? Und so weiter und so fort. Das sind wichtige Punkte. Der dritte Tipp ist, dass es für dich durchhaltbar sein muss, dieses Kaloriendefizit einzuhalten. Und das ist jetzt wichtig, denn Kaloriendefizit ist leichter gesagt als getan. Ja, geh mal ein Kaloriendefizit rein, dann wirst du abnehmen. Dann wirst du einen flachen Bauch bekommen. Wirst du 5 bis 10 Kilo abnehmen oder mehr und halten. Schöner gesagt als getan. Die Frage ist, wie hält man das auch durch? Denn ich meine, jeder kann erfahrungsgemäß sagen, wenn du jetzt sehr viel Sport machst, jeden Tag eine Stunde joggen gehst, immer spazieren gehst, 10.000 Schritte, die Ernährung durchziehst, sehr wenig isst, dann wirst du natürlich abnehmen und wirst auch irgendwie zwangsweise im Kaloriendefizit sein. Aber das macht ja keinen Sinn. Das ist für dich ja nicht durchhaltbar. Du brauchst ein Konzept, was für dich durchhaltbar ist. Denn du musst ja dranbleiben können. Nicht nur 2, 3, 4 Wochen, sondern vielleicht auch ein bisschen länger. 5, 6, 7, 8, 9, 10 Wochen, vielleicht länger.
Wenn du 5 Kilo, 10 Kilo, vielleicht mehr abnehmen möchtest, um dein Ziel zu erreichen, dann ist es nicht innerhalb von 1-2 Wochen passiert. Das dauert vielleicht ein bisschen länger und es macht dir keinen Sinn an dieser Stelle, irgendeine Crash-Diät zu wählen oder irgendwas, was diese Schnell-Schnell-Lösung ist, weil das hält dich dauerhaft, das bringt einen Jojo-Effekt. Du musst eine Lösung haben, die für dich durchhaltbar ist, wo du von Anfang an weißt, okay, das könnte ich vielleicht ein paar Monate durchhalten, dass du gar nicht das Gefühl hast, dass du in einer Diät bist. Dann bleibst du auch dran und dann ziehst du auch durch. Wie kann sowas beispielsweise aussehen? Das kann nicht so aussehen, dass du sagst, hey, du musst 5-mal die Woche ins Fitnessstudio gehen, obwohl du vielleicht lieber 1-2-mal die Woche was zu Hause machen willst, weil du es sonst nicht durchhältst. Das kann heißen, dass du wirklich immer noch mal mit deiner Familie zusammen Abend essen darfst, dass du immer noch mal Nudeln essen darfst, immer noch mal Brot essen darfst, immer noch mal am Wochenende ein bisschen Alkohol trinken, ein Glas Wein, was auch immer. Das sollte immer noch machbar sein. So ist es dann für dich auch durchhaltbar und dann bleibst du auch dran und dann erfüllst du auch dieses Kaloriendefizit auf regelmäßiger Basis, ohne es eigentlich zu merken, und dann wirst du quasi auch Fett verbrennen. Und das ist dann auch ein Stoffwechsel, der angekurbelt ist, weil es bringt dir nichts, wenn du irgendwelche Chili nimmst und deinen Stoffwechsel ankurbelst und jeden Tag 50 Kalorien mehr verbrennst, aber quasi eine Ernährung hast, die es dir gar nicht erlaubt, im Defizit zu sein, und du Ewigkeiten Ernährung durchziehst, aber keine Erfolge siehst. Das bringt dir nichts, das demotiviert dich. Das heißt, du musst etwas haben, was alltagstauglich ist, was für dich leicht durchhaltbar ist und was dir vor allem Erfolge bringt, dass du motiviert bleibst. Und das ist dann die Lösung. Na, das ist der dritte Punkt. Der vierte Punkt für dich ist hier an der Stelle, dass du natürlich jetzt auch sehr viel Sport machen könntest, um deinen Stoffwechsel anzukurbeln, also den Kalorienbedarf zu erhöhen. Du kannst dir vorstellen, dass du, wenn du beispielsweise eine Stunde joggen gehst, ungefähr 400-500 Kalorien verbrennst. Das heißt, dein Kalorienverbrauch, dein Stoffwechsel ist jeden Tag 500 Kalorien, verbrennst du mehr an Kalorien. Das ist ein großer Unterschied. Das könntest du machen. Die Frage ist für dich, macht es Sinn? Hier auch wieder das Thema Alltagstauglichkeit. Wenn du sagst, hey, ich könnte jeden Tag eine Stunde joggen gehen und ich würde das easy durchhalten, ist für mich kein Problem, ich habe Spaß dran, dann mach das. Wenn du immer aber bist, der sagt, hey, ich habe vielleicht viel zu tun, ich habe vielleicht einen stressigen Alltag, ich habe keine Lust und auch keine Zeit, so viel Sport zu machen, dann würde ich es gar nicht erst anfangen. Ich kann dir verraten, fast jeder unserer Teilnehmer bei uns im Coaching hat viel zu tun, ist viel beschäftigt, hat einen stressigen Alltag, hat viel zu tun. Die Leute haben keine Zeit, jeden Tag eine Stunde joggen zu gehen. Das ist auch gar nicht durchhaltbar. Was wir mit den Leuten machen, ist zum Beispiel zu sagen, hey, wir bauen eine grundlegende Bewegung in den Alltag rein. Ein bisschen was, aber nicht viel. Und wir arbeiten vor allem mit der Ernährung. Und das ist für die meisten erfahrungsgemäß viel einfacher durchhaltbar. Man bleibt viel einfacher dabei und man zieht viel bessere Resultate. Das heißt, schau dir eher die Bewegung an, nicht den Sport. Du siehst, es ist eine sehr, sehr individuelle Sache. Das sind so die 4 groben Tipps, die für dich auf jeden Fall wichtig sind, im Stoffwechsel anzukurbeln. Das Wichtigste ist natürlich, dass du ein Konzept hast, was für dich perfekt passt, und da können wir dir gerne behelfen. Deswegen mach gerne jetzt mal ein kostenloses, unverbindliches Erstgespräch. Das haben die ganzen anderen Teilnehmer auch gemacht. Geh unter diesem Video auf den Link www.henryzell.com, mach einen Termin aus für ein kostenloses, unverbindliches Erstgespräch. Da sprichst du mit mir persönlich und einem Experten aus meinem Team. Wir schauen, wo du stehst, was dein Ziel ist und wie wir dir mit dem Coaching noch vielleicht helfen können, deinen Traumkörper zu erreichen. Wenn nicht, dann auch nicht. Wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Wir sehen uns da. Gebt dem Video hier einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Wir hören uns beim nächsten Mal und sehen uns beim nächsten Mal. Dein Coach Henry. Ciao.